Ich spiele jetzt hier The Cat in the Coup von Peter Brinson und Kourosh Valanijad aus dem Jahr 2011. Und das Spiel gibt es auf Steam. Und es wird dort aber unter dem Genre Dokumentarfilm eingeordnet, was überhaupt nicht stimmt. Also man könnte es vielleicht als dokumentarisches Spiel so bezeichnen, aber ganz bestimmt nicht als Film. Und The Cat in the Coup, also die Katze und der Putsch, also der Staatsputsch. Das heißt so, weil, und es ist auch dokumentarisch in gewisser Weise, weil es beschäftigt sich mit der Geschichte des Dr. Mohammed Mossadegh, der in den 50ern als erster demokratisch gewählter Premierminister des Iran auftrat. Und es geht eben hier um seine Geschichte und fängt aber rückwärts an, also mit seinem Tod. Und ich spiele die Katze, was, glaube ich, eine ganz gute Position ist in der ganzen Politik. Und ich kann nach rechts oder links laufen, ich kann nach oben springen und ich habe noch so eine Aktionstaste. Und mit diesen vier Tasten, genau, jetzt sieht man, wie die Zeit zurückläuft. Mit dieser Aktionstaste kann ich Sachen umwerfen und tatsächlich Einfluss nehmen. Genau, also wie gesagt, es geht es hier in der Geschichte rückwärts. Also wir sind jetzt gerade hier in der Zeit des Hausarrests von Mossadegh. Und ich kann hier sein Tintenfass umstoßen, um ihn hier zu stören, und er folgt ihm. Und ich muss ihn irgendwie dazu bringen, dass er eben durch die linke Tür geht. Was nicht funktioniert, wenn ich das Tintenfass nach rechts stoße. Das war zu langsam. Aber jetzt vielleicht. Und jetzt muss ich aber noch die Tür aufkriegen. Also es ist auf jeden Fall ein Puzzle. Genau. Und auch wenn man vielleicht nicht gerne puzzelt oder sowas, es ist einfach ein wunderschönes Spiel, weil diese ganzen Bilder hier und Farben und geometrischen Formen, auf denen eben auch das Gameplay von dem Puzzle basiert, sind einfach total toll zum Ansehen. Und es basiert auf dem sehr, sehr alten, traditionellen persischen Stil, und zwar auf den persischen Miniaturen, die früher benutzt werden wurden, um Gedichte zu illustrieren. Also diese Bilder in Bildern waren da schon sehr üblich, dass man die Rahmen noch ausgeschmückt hat und die Rahmen selbst noch eigene Geschichten so erzählt haben und darüber vielleicht noch ein extra Rahmen war und so. Und genau, das ist ein ganz alter Stil. Und so konnte man eben auch Texte dann in Bilder einbinden. Hier sind wir bei so einer Art Gericht, wo es darum geht, ob Mossadegh Gnade bekommt. Und ich kann hier diesen seltsam aufgeblasenen Kopf sozusagen abwerfen und dann Mossadegh darauf tanzen lassen. Ah, jetzt hat es nicht geklappt. Nochmal. Ich muss halt wieder so hin und her laufen, wie auf so einem Schiff. Genau, er tanzt dann und dann bricht der Boden ein. Das muss ich ein paar Mal schaffen. Nochmal. Und er fällt zurück in die Zeit. Ja, und hier geht es darum, dass es eben dann auch so einen Volksaufstand gab, 1953. Und Mossadegh innerhalb von 24 Stunden dann per Telefon aufgegeben hat. Und hier sieht man eben, wie dieser Mob sozusagen seine Bude eindrückt. Und ich muss auch auf der anderen Seite diese Vase oder was das ist irgendwie nach draußen bringen. Und er greift zum Telefon, genau. Ja. Yeah.
auch gerade mit abgestürzt. Und ist aber hier auf dieser Flagge gelandet von der UN. Es ist ein bisschen schade, dass ich in diesen Miniaturen und größeren Miniaturen, also es geht ja immer so aus dem Bild raus und Neues hinein, dass ich da nicht noch weiter irgendwie rumlaufen kann, weil die einfach sehr, sehr schön sind und die Symbole auch total geheimnisvoll. Und hier geht es dann schon um die Verhandlung mit Truman bezüglich des Öls. Und ich kann mich jetzt hier auf den Schoß von Mossadegh setzen während der Verhandlung und ihn kratzen. Und dann ist er kurz vorm Fallen und ich kann über dieses über diesen Teekocher sozusagen dann weiter interagieren. Muss das auch noch ein paar Mal machen. Und er fällt und fällt, das heißt, die Verhandlungen hier gehen nicht gut für ihn aus. Und sogar seine Katze nervt ihn. Genau, und so geht es in der Geschichte immer weiter zurück, bis im Prinzip zu den Wahlen und dem Amtsantritt von Mossadegh. Ich will es jetzt gar nicht bis zum Ende spielen, das Spiel ist leider recht kurz. Wie gesagt, sehr, sehr schön und ich werde hier gerade von einer amerikanischen Bulldogge gestreichelt und kann aber auch nichts dagegen machen. Und hier kommen wir eben auch zum Öl, ja, zur Ölindustrie. Und ich bin jetzt hier die Katze im Sack, wortwörtlich. Miau. Und dann dachte ich, Gott, der Umhau, der Mutter, der war zu mir auf die Tür.